Diese drei wollten sie alle 8 Teams des WAL-Betrieb-Traditionshallenturniers des FSV Glückauf Briesge-Senftenberg. Für rund 1400 Zuschauerinnen und Zuschauer war der 14. Januar der Termin nach Jahren der Turnierabstinenz. Angesagt hatten sich wieder alte Bekannte. Aus der Nachbarschaft waren das Energie Cottbus und Dynamo Dresden. Dazu Aue und Magdeburg, eine DDR- und eine tschechische Nationalauswahl, Schalke 04 und die Gastgeber, die Briesker Knappen. Ich muss dazu sagen, wir hätten auch 16 Mannschaften einladen können. Wir können auch mit 10 spielen, aber das ist nicht möglich. Das ist vom Zeitrahmen oder über 2 Tage. Das ist in unserer Stadt nicht möglich oder in der Umgebung. Wir müssen bei dem 8. Turnier bleiben. Es sind mindestens 3-4 Mannschaften in der Warteschleife gewesen, die hoffen, dass sie nächstes Jahr dran sind. Ja, wir kommen langsam in eine Bredouille, wo wir sagen, ja, wem stoßen wir vom Kopf? Wir wollen eigentlich niemanden vom Kopf stoßen. Aber eins kann ich den Leuten sagen, die kommen sehr, sehr gerne nach Senftenberg in die Lausitzhalle, die kommen gerne zu unserem Verein, weil die wissen, wir machen alles, dass sie sich wohlfühlen, dass es eine gute Stimmung gibt. Und darauf sind wir eigentlich stolz. Auch die Fans hatten das Feiern nicht verlernt. Sie waren mit Pauken und Trompeten unterwegs, feuerten ihre Favoriten an. Und selbst das Team mit dem längsten Anfahrtsweg, die Schalker aus Gelsenkirchen, wurden lautstark begrüßt. Am lautesten tobte die Halle bei den Auftritten der Gastgeber. Und vielleicht war es auch dieser Elan, der den Knappen die Energie für bestes Kunstrasenergebnis in der Turniergeschichte bescherte. Wenngleich, gefeiert wurde auch abseits des Rasens. Schauen Sie sich das an, sind alle begeistert. Wir wollen hoffen, dass das alles erhalten bleibt. Also wir sind alle begeistert und vor allen Dingen, dass die Pflege dieser Sportfreundschaft, die sich über, glaube ich, 40 Jahre bin ich jetzt schon hier, erhalten habe, das ist erstaunlich. Das ist mit das Wichtigste, man trifft sich und freut sich an den Spielen. Beides, der sportliche Charakter und das natürlich gesellschaftliche. Nur mit den Männern mitgegangen oder freiwillig hier? Auch freiwillig hier. Also wir sind eigentlich mehr hier zum Sehen und Gesehen werden. Warum denn das Gesehen werden? Naja, war lange nicht viel los gewesen. Vor allem jetzt 2 Jahre hier nicht. Und deswegen ist es mal schön, dass alle mal wieder da sind und dass man alle mal wieder sieht. Also ist der Fußball Nebensache? Ja, auch Nebensache, aber wir gucken auch gerne Fußball. Ab und zu. Es ist super, es ist super. Es ist viel, es könnte ein bisschen lauter sein, aber ich denke, das kommt noch. Und wer gewinnt? Na, ich möchte Tschechische sagen, aber ich denke, na, was ist jetzt? Dynamo Dresden. Andere Zaungäste wollten sich in dieser Frage und inmitten des Turniers nicht so weit festlegen. Das kann ich natürlich jetzt noch nicht sagen, aber wenn der FSV Briesge-Senftenberg nicht Platz 1 ist, dann ist es natürlich die Höflichkeit des Gastgebers, die Gäste gewinnen zu lassen. Oh, ich hatte heute so viele Aufgaben, dass ich selber erstmal den Überblick kriegen muss, wer gewinnt. Es soll der Bessere gewinnen. Ich fand, die Spiele waren hervorragend, aber ich hatte laufend andere technische Maßnahmen zu lösen, dass ich diese Frage nicht einfach beantworten kann. Ich sage nur, der Beste soll gewinnen. Ja, und damit sollte er auch recht behalten. Die Spiele um Platz 7 und 5 wurden kurzerhand im 9-Meter-Schießen entschieden. Dresden bezwang Cottbus mit 2:1 und anschließend besiegte das DDR-Team Aue mit 3:1. Die tschechische Auswahl gewann 3:0 gegen die Gastgeber. Und in der letzten Partie des Tages trennten sich der 1. FC Magdeburg und Schalke 04 mit 2:1. Damit erhielt Energie Cottbus die rote Laterne hinter Dynamo Dresden, Wismut Aue und der DDR-Nationalmannschaft. Der FSV Glückauf wurde Vierter. Die Pokale der 3 besten Teams gingen nach Tschechien auf Platz 3. Zweiter wurde der FC Schalke 04 und das WAL-Betrieb-Traditionsturnier 2023 gewann der 1. FC Magdeburg. Bester Spieler wurde der Tscheche Václav Kalušek. Zum Torschützenkönig schoss sich Sian Yilmaz. Und dann gab es doch noch einen Titel für die Hausherren. Zum besten Torwart des Nachmittags gewählt wurde Mario Kühnel, Keeper der Briesker Knappen. Damit ging ein interessanter Fußballnachmittag zu Ende. Und für einen der Offiziellen hieß es auch Abschied nehmen. Also es ist schon ein komisches Gefühl heute, das letzte Mal in offizieller Funktion hier zu sein. Aber ich freue mich, dass es wieder ein tolles Event geworden ist. Und auch wenn ich nicht mehr Bürgermeister sein werde, wenn das nächste Turnier stattfindet, werde ich auf jeden Fall wieder hier sein, weil einfach ein tolles Event ist. Aber vor allen Dingen natürlich auch die Leistung der vielen freiwilligen Helferinnen und Helfer
super Veranstaltung. Mich wird man so schnell dann hier nicht los. Und sie zeigten ebenfalls ihre Fußballbegeisterung. Denn früh übt sich, was ein Meister werden will, damit das Traditionsturnier des FSV Glückauf Priest-Gesenftenberg auch in der kommenden Generation Fußballfans begeistert.